Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wir schaffen heute kurz vor Ende dieser Wahlperiode die Störerhaftung ab. Und ist für die Ausbreitung offener WLANs grundsätzlich äußerst positiv. Ich mache aber keinen Hehl daraus, dass ich den vorliegenden Gesetzesentwurf für nicht so gut austariert halte wie den Status quo, den wir mit der zweiten TMG-Novelle im letzten Sommer beschlossen haben. Aber aufgrund des EuGH-Urteils wurde hier Änderung notwendig. Den letzten Kompromiss, den wir getroffen haben, den hat beispielsweise der Verband der Internetwirtschaft ECO als sehr sinnvollen Kompromiss auch dargestellt. Und ich akzeptiere selbstverständlich den Wunsch, die Störerhaftung abzuschaffen. Der ist auch letzten Endes größer als die damit verbundenen Bedenken, die auch in der öffentlichen Anhörung am vergangenen Montag noch mal deutlich wurden und von den Experten vorgetragen wurde. Gleichwohl möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mit drei Mythen aufzuräumen, die immer wieder auch in der öffentlichen Debatte und auch hier im Parlament in den Raum gestellt wurden. Erstens wird immer wieder von der WLAN-Wüste Deutschland gesprochen und es ginge angeblich nichts voran. Entgegen der weit verbreiteten Meinung gestaltet sich der Ausbau von WLAN-Hotspots in Deutschland tatsächlich sehr dynamisch. Dazu ein paar Zahlen. Alleine die drei größten Anbieter kommerzieller WLAN-Netze verfügen mittlerweile über 3,5 Millionen Hotspots. Im Freistaat Bayern beispielsweise werden bis zum Jahr 2020 20.000 Zugangspunkte an öffentlichen Plätzen im Bayern-WLAN kostenfrei zur Verfügung gestellt. Aktuell sind 7.761 davon bereits aktiv. Unzählige Cafés, Hotels, Konzert- und Messehallen oder Schulen bieten ihren Gästen Zugang zum Internet über drahtlose Netzwerke und lassen diese zumeist von professionellen Dienstleistern administrieren. Da kann und muss sicherlich noch mehr passieren, aber dass es keine Dynamik beim Ausbau zu verzeichnen gäbe, ist schlicht falsch. Zweitens. Der Betrieb eines WLAN birgt generell Rechtsunsicherheit für den Anbieter. Das ist auch so ein Mythos. Auch diesen Punkt möchte ich klarstellen. Wer seine Nutzer kennt, hatte bisher auch keine Rechtsunsicherheit. In vielen Gesprächen mit Anbietern haben wir die Rückmeldung bekommen, dass dieser Fakt bislang nicht genügend kommuniziert wurde. Deshalb haben wir nun mit einer Klarstellung im Gesetz dafür gesorgt, dass etwa Hotels, und das war für uns wichtig, ihre bislang gängige Praxis der Herausgabe eines WLAN-Schlüssels gegen Registrierung fortsetzen können. Übrigens eine Praxis, die auch international sehr wohl sehr häufig und in nahezu allen Ländern praktiziert wird. Für diese Praxis der Authentifizierung schaffen wir unmissverständlich Rechtssicherheit. Hotels können sich dadurch vom drohenden Sperraufwand befreien. Also wer dies tut, muss gar keine Sperrlisten dann später umsetzen. Das ist eine gute Nachricht, vor allem für unser mittelständisch geprägte Hotel- und Gaststättengewerbe. Und auch wer sein Netzwerk von einem Dritten professionell betreiben lässt, hatte bisher schon Rechtssicherheit. Richtig ist aber auch die Feststellung, dass die vielfach diskutierte Störerhaftung sich als sehr problematisch für jene Fälle entpuppen kann, in denen ein Provider bzw. ein Nebenbei-Provider, ein Café oder Hotel oder ein Privater ohne weitere Maßnahmen sein WLAN öffnet. Wir reden also hier von einer Teilmenge, die bislang Unsicherheiten zu befürchten hatte. Und hier mussten wir auch reagieren und haben wir auch mit dem Gesetz reagiert. Und noch ein dritter Aspekt. Meine Damen und Herren, weder das Einloggen in ein fremdes WLAN-Netz noch die Freigabe eines fremden WLAN-Netzes sollte gedankenlos und bedenkenlos erfolgen. Die Nutzer hierüber aufzuklären, ist in der Debatte vollkommen untergegangen und hier muss mehr Aufklärung erfolgen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben sehr lange über die Abschaffung der Störerhaftung miteinander gerungen. Ergebnis ist der heute vorliegende Gesetzesentwurf. Wir haben darin eine Abwägung zwischen offenem WLAN und dem Schutz der Rechteinhaber zu treffen, die ihn der europäische Rechtsrahmen vorgibt. Rechtsverletzungen im Internet sind Realität und keine Erfindung. Enttäuschend finde ich, dass auf Seiten der Opposition, und das war heute auch wieder zu hören, obwohl sie die europäischen Vorgaben kennen, kein einziger Vorschlag zu hören war, wie man dem Aspekt der Rechtssicherheit für die Rechteinhaber, wie man dem Aspekt der Durchsetzung der Rechte, wie es auch der EuGH
festgeschrieben hat, wie man dem nachkommt. Kritik kann man machen, aber konstruktive Vorschläge müssen dann auch kommen. Nun hoffe ich, dass die Gesetzesänderung, die wir heute vornehmen, tatsächlich zu mehr freiem WLAN in Deutschland führt. Und ich stelle fest, dass wir nahezu alle Projekte der digitalen Agenda in dieser Wahlperiode, die wir uns vorgenommen haben, umgesetzt haben und haben David in der Digitalpolitik in Deutschland sehr viel vorangebracht. Vielen Dank. Vielen Dank.